Ja, ich muss sagen, das geht mir ziemlich auf den Sack. Ich habe keine Lust mehr. Also ich breche die Strandkorb-Konzerte an dieser Stelle ab. Es tut mir sehr leid. Vielleicht könnt ihr euer Geld wieder kriegen. Es macht wirklich keinen Spaß. Man kriegt keinerlei Kontakt zum Publikum. Wir laufen auch andauernd Leute rum. Es tut mir wirklich leid. Bitte habt Verständnis dafür. Ich als Künstler kann unter diesen Umständen überhaupt nichts mehr machen. Wir haben alles gegeben bis jetzt. Es kommt nichts. Da könnt ihr auch nichts für. Das System ist einfach fadenscheinig und dumm. Ich höre jetzt auf an dieser Stelle. Ja, Helge Schneiders Statement kann ich absolut nur teilen. Es macht wirklich als Künstler, als jemand, der Lebenslust ausstrahlen will, der den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern will, keinen Spaß mehr, da vor einbalsamierten Leuten, keine Ahnung, mit Plastikfolien, zwei Masken vor Gesicht, in Strandkonzerte zu geben. Also der Begriff Strandkonzert ist ja auch schon geil. Das scheint ja schon bei vielen Leuten Normalität zu sein, das alle so irgendwie zu nennen, mit Abstand und dann nochmal getestet, geimpft und dann trotzdem nochmal Abstand und dann nochmal vorsichtig. Dann rennen da Leute rum die ganze Zeit da vorne, die den Leuten die ganze Zeit Getränke geben, weil die selber dürfen ja nicht aufstehen, müssen die ganze Zeit da sitzen bleiben, weil die könnten ja jemanden anstecken. Also ich habe gestern in Scharbeutz gedanced, da war richtig was los. Und es war einfach mal wieder schön, so ein bisschen Lebensqualität wieder so zu sehen und 100 Leute oder mehr einfach mal ausgelassen feiern zu sehen. Das tut auch mal der Seele gut und gerade dem Immunsystem, dem Körper, dem Geist. Und die Leute haben keinen Bock mehr auf diese ganzen Verbote, diese ganzen Regulierungen, sein Verhalten schön immer unten zu halten. Man hat das Gefühl schon richtig, es ist der Zeitpunkt, wo mir langsam echt das Messer in der Hose aufgeht, wo einfach die Lebenslust so massiv unterdrückt wird, wenn du mal ein bisschen zum Beispiel auch mal die Anlage aufdrehst oder so, da kommt sofort einer und sagt, ist mir zu laut, ist mir zu laut, wir haben doch hier Corona. Wo ich mir denke, halt doch einfach mal die Fresse. Wir haben ganz andere Probleme, nämlich die Lebenszeit, die uns hier alle flöten geht, vor allem mir in meiner Generation. Die Lebenszeit, die jetzt flöten geht, die wir nicht nutzen können in Lebensqualität, in wirklich Unbeschwertheit, in Freiheiten und teilweise ich zweimal meinen Flug verpasst, wegen Testen hier und nochmal da einbalsamieren und nochmal da eintragen. Die komplette Leichtigkeit ist doch irgendwie verloren. Du hast keinen Bock mehr auf diesen ganzen Scheiß. Und wenn sich die Leute da jetzt nicht an der Machtspitze mal irgendwas einfallen lassen, wie das jetzt hier noch weitergeht, die Verantwortlichen, auch mit Verantwortung, mit Gesundheit und nochmal hier eincremen, da nochmal testen, ist ja alles gut bis zu einem bestimmten Grad. Aber jetzt ist ja gerade erreicht, wo man endlich mal mit dieser ganzen Scheiße aufhören muss. Es kann nicht mehr sein, dass man den Bürger sowas von in seiner Lebensenergie unterdrückt, tot macht, mündigt. Wenn er schon was dagegen sagt, dann bist du ja gleich wieder rechts, links, vorwärts, rückwärts, seitwärts, wirst du voll in eine Ecke gestellt. Aber darum geht's auch gar nicht mehr. Die Lebensqualität spielt auch eine Rolle, nicht nur die Lebensdauer. Lieber lebe ich kürzere Zeit, habe aber dafür mehr Lebensqualität. Und das heißt ja jetzt auch nicht, wenn da jetzt 100 Leute stehen in Scharbeutz, alle ohne Maske, ohne Abstand, da ist keiner danach tot umgefallen. Also in meinen Augen waren die alle glücklich und zufrieden und sind danach gesünder wieder weggegangen als vorher. Man wird teilweise schon behandelt wie so ein Patient, ne? Vor der Narkose da, wenn man da am Bettchen liegt, haben sie sich immer eingetragen, haben sie eine Maske dabei und nicht vergessen, Abstand halten, ja? Und bitte, wenn sie niesen wollen, bitte schön in die Armbeuge. Gestern war ich da bei Gosch, also der Typ da, der kam mir vor wie so ein richtiger Zombie.
habe ihm mal kurz meine Maske abgenommen. Er war ja total erstarrt, weil er hat Gesichtsmimik so gesehen. Ich war ein ganz normaler Mensch. So, oh, was ist das denn? Ich sage, ja, das ist mein Gesicht. Ja, ich denke mal, du hast auch schon mal ein Gesicht gesehen, oder? Ja, aber ziehen Sie mal ja die Maske auf. Ey, diese Panik, das macht die Leute krank. Diese Angst, das macht die viel, viel kranker als alles andere. Die Lebenszeit ist weg. Es macht keinen Spaß mehr, hat einfach die Schnauze voll. Du willst ja als Künstler auch irgendwie Stimmung verbreiten, auch irgendwie Ausgelassenheit. Aber wie willst du denn das machen, wenn du in alles ein Verbot hast, alles eine Regelung? Es macht keinen Spaß mehr. Und es haben so viele Leute jetzt schon Deutschland verlassen. Die denken ja, teilweise ist es ja irgendwo anders irgendwie besser, aber ist es ja teilweise auch nicht. Es ist ja weltweit so, bis auf meines Wissens vier Freiheitsstaaten, die sich dessen nicht beteiligen. Da gehen sie halt alle hin. Und was man da halt so hört, jeden Tag Todesfälle, jeden Tag bringen sich dort Menschen um. Da passiert gar nichts. Die Leute sind ja die gesündesten. Da hört man nichts von infiziert hier, infiziert da. Und man kann sein ganzes Leben ja nicht davon abhängig machen, ob man infiziert ist oder nicht. Ich will nicht mein ganzes Leben mir die Frage stellen, kann ich mich jetzt infizieren oder kann ich mich jetzt nicht infizieren? Irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann muss auch mal die Selbstbestimmung her, Selbstverantwortung. Und wenn man jetzt irgendwie meint, das geht irgendwie nicht, ja Mensch, dann geht's irgendwie nicht. Aber trotzdem, es gibt keine andere Wahl. Es gibt keine andere Möglichkeit in einer Demokratie, trotzdem Freiheitsrechte aufrechtzuerhalten. Das kann nicht sein, dass jeder hier nur noch aufpassen muss, bloß nicht zu viel freuen, bloß nicht zu viel lachen, bloß nicht zu viel optimistisch. Alter Falter, Lebenszeit ist nicht verhandelbar. Qualität der Lebenszeit ist absolut nicht verhandelbar. Und wenn es da irgendwelche Kritiker jetzt gibt, ja, aber du könntest doch hier, könntest doch da, rücksichtslos, bla bla bla. Ganz ehrlich, dann sperrt euch in den Keller ein, geht Kartoffeln schälen. Auch da sollte es selbstbestimmt sein. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Wie lange ich schon nicht mal aufgetreten bin auf einer Bühne. Ich will auch mal wieder zum Musikkonzert gehen, weil das ist das Leben. Einfach mal wieder freuen, mal wieder richtig schreien, richtig mal die Sau rauslassen. Ey, wann hat man das letzte Mal so richtig die Sau rausgelassen? Ja, ich eher, aber nur auf der Straße und das teilweise auch, weil es ja verboten ist. Man darf ja nicht einfach tanzen und Musik spielen, ne? Weil sich ja einer dran stören könnte von 100 Leuten, die da sonst tanzen. Und wenn es einem nicht gefällt, der da aus dem Fenster guckt, ganz grimmig so, ha, ich wohne hier und der hat hier nicht so laut Musik zu machen. Also diese ganzen, auch vom Ordnungsamt, diese ganze Unterdrückung der Lebensfreude. Sag mal, habt ihr nichts Besseres zu tun? Da kam da wieder einer um die Ecke und dann, warte mal, so geht das hier aber nicht. Das war mir eine Regel. Das muss eingehalten werden. Oh, ich sag, Mensch, oh, ganz ehrlich, ich schieb den Gummibärenarsch oder was weiß ich, aber sorry, aber ich kann es nicht mehr hören. Es ist einfach nur peinlich, Mann. Einfach nur abgrundtief peinlich, ey. Ich kann die Leute auch nicht ernst nehmen. Also, es ist für mich einfach teilweise Abschaum der Gesellschaft, die alles dafür tun, das Leben zu unterdrücken, nicht mehr Mensch zu sein. Wie sollen denn die Generationen, die jetzt heranwachsen, wie sollen die denn aussehen? Nur noch so ein Greifer hier für WhatsApp, nur noch ein Auge. Hier. Ja. Aufstehen vom Sofa brauchen wir auch nicht mehr, weil wird ja alles geliefert. Digitalisierung, sitzt dann vom Fernseher und ziehst dir abends noch die Tagesschau rein. Ja, und dann mit einem Bier. Und dann hast du abends noch die Mayonnaise selber aufs T-Shirt. Dann gehst du morgens wieder zur Arbeit. Ne? Lohnt sich ja auch so viel alles. Preise steigen. Oh, ich kann endlos so weitermachen. Aber wenn es doch in dieser Zeit eins geben muss, dann ist es doch wieder vernünftige Veranstaltungen mit einem vernünftigen Konzept, wo man beides in Einklang bringt und nicht sagt, entweder oder, sondern sowohl als auch. Das geht nämlich. Ich habe schon viele vorgemacht. Aber wir hier in Deutschland, das ist absolut schlecht.
Es haben schon dieses Jahr 300.000 Deutsche das Land verlassen, weil die einfach keinen Bock mehr haben. Die Ausländer kommen rein. Mohammed, Ahmed, Gündogan, Uygun, Sefkan, Özkan, Mohammed und Zwiebelmet. Ich habe nichts gegen die, finde ich alles wunderbar. Nur richtig deutsch fühle ich mich ja hier nicht mehr. Ne? Das ist auch so eine Sache. Ich habe nichts gegen die. Nur in Deutschland sind Deutsche. So, ich möchte demnächst nicht in der Bahn auf Arabisch begrüßt werden. Können sie ja machen, aber hier wird auch Deutsch gesprochen, so wie man in anderen Ländern auch Türkisch spricht. Und da muss man sich halt integrieren hier. Finde ich auch wichtig, Integration. Aber darum geht es jetzt halt gar nicht, ne? Es ist einfach, es macht keinen Spaß mehr. Mensch, es gibt doch für jedes Problem eine Lösung, so dass man das Leben noch irgendwie leben kann. Aber wenn das nicht mehr gegeben ist, ey, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch hier? Respekt an Helge Schneider, dass er endlich mal ein ehrliches Statement rausgehauen hat. Einfach mal seinen Mund aufgemacht hat, das so geil benannt, einfach mal aus dem Gefühl gesagt, du, nicht mit diese politische Korrektheitsscheiße, du, ich hab keinen Bock mehr, es geht mir alles auf den Sack hier, ich höre jetzt auf, Punkt. Weißt du, der hat's mal ehrlich rausgesprochen und ich habe das so nachgefühlt, das könnt ihr euch nicht vorstellen.